Klappbogen, der ist ganz leichtes. Da müssen wir jetzt mal wieder ein tiefer gehen. Ich wollte ja hier nur gucken. Hier einmal. Und weißt du was? Das Fenster hier ist jetzt eigentlich auch voll total unnötig. Das kommt auch mal weg, aber das Fenster da nicht. Und das auch nicht. Hier baue ich noch eine Terrasse an. Später irgendwann. So, das Handtool. Was machen wir denn jetzt hier? Die Bar soll auf jeden Fall hier drinnen bleiben. Würde aber heißen, dass wir die Bar hier in die Ecke versetzen. Die Luftballons demnach daran. Das stellen wir mal hier so ganz gekonnt. Weißt du, was wir machen? Wir holen uns jetzt mal ein paar Musikinstrumente. Stellen das nämlich in die Ecke. Die Staffelei. Also direkt vom Fenster? Ich weiß auch nicht. Naja, lassen wir sie erstmal hier stehen, solange wir noch nichts Besseres haben. Wir hätten eigentlich das einstellen müssen, ne? Stellen wir die mal. Aber stellen wir mal jetzt das hier hin. Und wir stellen die mal hier hinten in die Ecke, dann sind die nämlich glücklich. Und dann gucken wir nochmal schnell. Kaufmodus. Oh, haben wir denn Musikinstrumente? Nein. Das ist ja irgendwo bei Unterhaltung, müsste das sein. Esszimmer kommen wir auch nicht wirklich hin. Aktivitäten im Haus? Laufbänder, Tisch, Fußball, Fitness, Queen. Oh, ich liebe Laufbänder. Ah, die haben ein Laufband. Ich liebe es, auf Laufbändern zu laufen. Das ist wirklich so. Finde ich ganz klasse. Aber wo stellen wir uns das denn hin? Wir haben ja gar keinen Platz. Ist ja furchtbar hier. Ja, könnt ihr euch direkt hier in die Mitte stellen. Das kommt nicht so gut. Was ist denn? Kann ich das umstellen? Dass wir das Ganze vielleicht... Ja, hier in die Ecke stellen könnte ich das als nächstes. Bilder, Staffeleien, Telefone, Computer, Schreibtische, Bücherregale, Lampen. Kinderzimmer wird es wohl kaum sein. So nach Funktion. Komfort, Deko, Beleuchtung, Unterhaltung. Müsste aber Unterhaltung sein. Hobbys und Fähigkeiten, also. Epische Geburtstags-Schachset. Oh Gott, nee, Schachspielen. Was ist das jetzt hier? Ein Teleskop? Nee, Schachtisch spiele ich aber nicht. Das haben wir dann und... Was ist denn das? Ein Fischglas. Nee, ein Fischglas. Das glaube ich nicht. Ein Fischglas. Das ist ja mal originell. Kann ich das hier auf die Kommode von irgendjemandem stellen? Kann ich nicht. Ist ja doof. Hier auf dem Tisch oder so? Kann ich auch nicht, ne? Oder hier? Aber hier ist doch irgendwo Platz. Glaub nicht. Nee, ansonsten haben wir nirgends mehr Platz. Hier auf den Esstisch stelle ich es nicht und in die Bücher auch nicht. Schade. Ist ja geil. So, hier haben wir Bars. Infernaler Geburtstagskuchen. Ah, ja. Schiene ist tragbare Feuerstelle, Picknickkorb. Die ganzen Sachen haben wir alle noch nicht, ne? Wie kriegen wir die denn? Ich glaube, mit den Erweiterungspacks möglich. Also, die mal gucken. Spiegel, Vorhänge, Teppiche, Dach, was? Dachkortionen? Was für Dachkortionen? Nochmal jetzt. Dachdekorationen. Ach, für... Ah, okay. Ach, ich muss lesen lernen. Skulpturen. Wir brauchen jetzt auch nicht wirklich was. Deko, Pflanzen. Irgendeine Pflanze hinstellen. Ich mag es ja bunt. Ein bisschen grün. Immer hübsch. Was ist eigentlich mit so einer Badezimmerpflanze? Gibt es sowas? Fahnen. Nee, der sieht doof aus. Schau mal, sowas im Badezimmer finde ich eigentlich immer ganz hübsch. Ansonsten, der Hobbyraum wird noch ein bisschen bearbeitet. Und ich würde sagen, ansonsten... Reicht das fürs Erste auch. Und ich glaube, jetzt habe ich auch ein bisschen zu viel umgebaut hier. Aber egal. So, gut. Dann mal zurück in den Live-Modus. Ja, es ist natürlich Nacht. War ja logisch. Nee, nicht hingehen. Auch nicht. Nee, nicht recyceln. So, was haben wir denn jetzt hier? Mein Zimmer zeigen kann. Also, der pennt gerade. Noch. Und derzeit kann ich mir das Haus ein bisschen angucken. Das sieht ja eigentlich nicht so hübsch aus. Also, sieht doch ganz hübsch aus. Schwarzlicht einschalten. In diesem Raum. Das ist ja mal cool. Schwarzlicht. Das finde ich cool. Schwarzlicht ausschalten in diesem Raum. Ausschalten. Wir machen es natürlich dunkel. In diesem Raum, dieses Licht, alle Lichter. So, jetzt haben wir es dunkel. Und wisst ihr was? Jetzt hier steh auf. Jetzt ist es 3 Uhr morgens und er pennt. Es ist 4 Uhr morgens und er pennt. Errungenschaften und andere Methode für den Spiel abzeichnen, desto mehr
Machen wir später. Irgendjemand beschwert sich gerade. Wer denn? Ich glaube, ein Nachbar. Ja, sieht nach dem Nachbar aus. Was haben wir denn hier? Ach so, Lupe. Was macht er jetzt? Hä? Wieso legt er sich jetzt wieder hin? Wer wurde denn aufgestanden? Oh, was ist denn jetzt mit ihr los? Mika Tagewerk vollbracht. Oh. Oh, die gut. Oh, die war schon arbeiten. Ah ja. Nee, wir bleiben mal bei Jimmy. Geh mal wieder zurück. Wie sieht's denn bei dem gerade so alles Mögliche aus hier? Jimmy Jackson, Favoriten, bla 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 bla. Geht, er hat ein bisschen Hunger. Würde ich sagen, das erste, was der dann macht, ist sich hier jetzt aus der neuen Küche Frühstück servieren. Machst du mal Pfannkuchen, finde ich ganz gut. Und was ist mit dir los? Du hast Hunger, keine Energie und hast keinen Spaß. Okay, verstehe ich. Dann Gourmet-Tierfutter machen. Kannst du mal Reste futtern, und zwar Apfelkuchen kannst du dir holen. Finde ich ganz gut. Gesundheit übrigens. du willst Spaß haben? Inwiefern willst du Spaß haben? Das will sie ja nicht. Smoke, dann kannst du eigentlich Abenteuer, Action, Fantasy-Spiel spielen. So, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Und danach kannst du auch schlafen gehen nach deinem nächtlichen Dingenskirchen-Fuzzi da, wo du genötigt wurdest auf gut Deutsch. Nein, wo es natürlich rausgeht. Ja, so ein Gemüse kochen ist schon gut, ne? Fahrgemeinschaft für Jamie. Wie, die muss schon wieder raus? Wie? Ey, die hat keine Energie mehr. Wie? Jetzt muss die trotz des Bereitschaftsdienstes wieder raus. Oh nein. Nee, dann geh nicht. Dann mach das nicht. Dann Spülmaschine benutzen, das ist okay. Aber danach gehst du bitte Nickerchen machen. Ja, geh Nickerchen machen. Wenn du noch zu arbeiten musst. Boah, ist das fies, eine Nachtschicht zu haben und direkt am nächsten Tag musst du wieder raus. Boah, ist das gemein. Ja, genau, mach dein Bettchen. Und wann hast du vor aufzustehen, Kollege? Wo ist jetzt die Uhr jetzt hier raus aus den Federn? Ich glaube, es hagelt. Du schläfst mich schon viel zu lange, mein Freund. So. Ist eine Katze mal jetzt schon wieder hier irgendwo. Weißt du was, wenn du das gemacht hast, kannst du eigentlich mal Job suchen, recyceln, Tier aus Tieren. Wollen wir uns ein Tierchen holen? Tier zur Adoption in der Nachbarschaft suchen. Oh, weißt du was? Wir holen uns ein Tierchen aus dem Tierheim. Das ist eine total spontane Idee, aber ich habe Lust, mir jetzt ein Tierchen zu holen. Das machen wir auch. Das finde ich eine gute Idee. So, die macht gerade ein Nickerchen. Was auch eindeutig nötig ist. Hygiene, ja. Uff, was soll ich da machen? Müssen wir ein bisschen gucken. Für wen? Zur Arbeit fahren. Ja, tut mir leid, meine Gute. Musst du jetzt wohl oder übel raus? Was macht der sich jetzt? Der macht sich jetzt Waffeln, ne? Ja, in seinem komischen Häcksler da. Alter, ich habe das Gefühl, dass es immer noch so derbs laut ist. Ist ja furchtbar. Ja, Umgebung war ein bisschen. Das Soundeffekt da drin war auch ein bisschen runter. Ist ja furchtbar. Bah. Jetzt alles ein bisschen leiser. Jetzt sollte ein bisschen besser funktionieren. Jo. Na dann komm. Hart arbeiten? Nee, bitte nicht. Kollegen unterhalten, Papierkram. Hier, komm, du kannst den Papierkram erledigen. Das ist ganz okay, dann schläfst du nicht so sehr ein. So, Jimmy hat großen Hunger. Ja, ich weiß, aber wenn er hier... Multimeister-Koch ist gerade beschäftigt. Natürlich immer nur in seiner Unterhose. Mit seinem Sixpack. So. Hallo. Gucken ihm auch schön bei der Arbeit zu. Der Pfannkuchen sieht lecker aus. Krieg ich was? Es wäre ganz toll, wenn du mir was abgeben würdest, mein Freund. Dachte ich mir jetzt so. Wäre eigentlich ganz cool. Er sieht aus wie so ein typischer, totaler, möchtegern-mega-Macho. Wo ich das eigentlich überhaupt nicht für ihn vorgesehen hatte. Aber er sieht total aus und richtig mieser, möchtegern-Macho. Oh. Finde ich so toll. Oh. Och nee. Sag mir nicht, dass du es angebraten hast. Also jetzt verdorben hast. Aber hast es bald? Weiterkochen, reinbringen. Ja, genau. Kannst du nämlich die Zeitung reinbringen. Zeitung von heute. So. Mal, wer ist denn jetzt? Wer von denen ist jetzt mit der... Wer kommt denn da? Bringt der uns jetzt schon wieder eine neue? Och, nee. Oh, Wikusa! Ja, hier, Teller nehmen. Nimm dir einen Teller. Banubi! Ja, ist ja gut. Jetzt futter deinen, was? Dein, was? Dein Apfelkuchen? Scheußlich. Ja, ich hab nicht gekocht. So, schmeißen wir die mal weg. Und die bringen wir jetzt mal rein. Legen sie hier vor ihn. Und dann heißt es... Tier aus Tierheim adoptieren. Juhu. So, dann futter dich mal voll. Ja, hier geht's nicht so toll, ich weiß. Nano.
Total blöd. Dass er auch diesen blöden Bereitschaftsdienst hatte, ey.